Themenreihe FreePBX Asterisk Teil 5.15 Tipps und Tricks. Upgrade Version FreePBX 15 auf FreePBX 16. Herzlich willkommen zu einem neuen Video über die FreePBX. Heute geht es um das Upgrade der FreePBX Version 15 auf die FreePBX Version 16. Die Updates innerhalb einer Hauptversion, die können ja automatisiert werden. Im Admin-Menü der FreePBX-Verwaltungsoberfläche haben Sie ja da die Option Update und dort können Sie einstellen, zu welchem Zeitpunkt die Updates innerhalb der Hauptversion heruntergeladen und installiert werden. Das Gleiche können Sie tun mit den Updates des Betriebssystems. Auch das können Sie dort planen. Beim Upgrade auf eine neue Hauptversion muss man etwas anders vorgehen. Ein solches Upgrade muss manuell durchgeführt werden. Und da gibt es einiges zu beachten und es gibt auch einige Stolpersteine. Ich will Ihnen in diesem Video zeigen, wie auch Sie Ihr Upgrade von FreePBX Version 15 auf FreePBX Version 16 problemlos durchführen. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Was wird benötigt? Um diesen Teil umzusetzen, benötigen Sie natürlich eine installierte und funktionsfähige FreePBX in der Version 15 und Sie brauchen ein PuTTY-Terminal-Programm, um die Installation durchzuführen. Bevor wir nun mit dem eigentlichen Upgrade beginnen, müssen wir noch ein paar Vorbereitungen treffen und da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Backup. Fertigen Sie bitte ein umfassendes und vollständiges Backup an. Das heißt also, wenn Sie eine Bare-Metal-Installation haben, das heißt also die FreePBX direkt auf dem Rechner installiert haben, dann machen Sie auf jeden Fall ein Festplatten-Image. Das heißt also, kopieren Sie die gesamte Festplatte, machen Sie ein Abbild der gesamten Festplatte, so dass Sie diese bei einem Crash wiederherstellen können. Wer eine FreePBX in einer virtuellen Maschine betreibt, der hat es einfacher. Für den reicht es aus, wenn er sich einen Snapshot macht. Denn wie gesagt, es ist ein manueller Prozess, bei dem man Fehler machen kann. Es kann mal was stocken und da besteht immer die Gefahr, dass man wieder auf das alte System, auf ein Backup aufsetzen muss. Punkt 2. Vor dem Upgrade sollte das abzugradende System aktuell sein. Das heißt also, die aktuellen Betriebssystem-Updates einspielen und auch die Modul-Updates der FreePBX. Wie man das macht, ohne über die FreePBX-Verwaltungsoberfläche gehen zu müssen, das zeige ich Ihnen jetzt. Wir werden diese Updates jetzt an der Konsole machen. Da haben wir hier unser PuTTY und da müssen wir eigentlich nur zwei Befehle eingeben. Zum ersten den Befehl zum Update des Betriebssystems. Der heißt yum update und wird mit Enter bestätigt. So, bei mir gab es nichts abzudaten, mein System war aktuell. Und dann machen wir gleich mit dem zweiten Befehl zum Update der Module der FreePBX weiter. Dieser Befehl heißt FW Konsole MA für Moduladmin Upgrade All und auch mit Enter bestätigen. Und nun lassen wir das hier auch durchlaufen. Übrigens, die gesamte Abfolge der einzelnen Tätigkeiten, um dieses Upgrade durchzuführen, schreibe ich nochmal in eine Textdatei. Diese Textdatei, die stelle ich wie immer im zugehörigen Blogbeitrag zum Download bereit. Den Link zum Blogbeitrag finden Sie wie immer unter dem Video. So, also meine Module sind auch aktuell. Und jetzt können wir zum eigentlichen Upgrade übergehen. Dazu gehen wir in die FreePBX-Verwaltungsoberfläche. Und haben hier im Administratormenü ein Modul 15 to 16 Upgrade Tool. Wer das hier nicht hat, der muss das noch installieren. Das würde man dann machen über den Modul-Admin. Und hier findet man den PBX Upgrader. Den müsste man dann installieren und dann hat man diesen Punkt auch entsprechend zur Auswahl. Und den starten wir jetzt auch mal. So, als erstes will das System einen Check durchführen und den müssen wir auch machen. Da klicken wir einfach drauf und gucken mal, was er so findet. Und hier sehen wir schon rot, da hat er einige Fehler gefunden. Die Ursache dieser Fehlermeldung sind die folgenden. Er hat hier veraltete Module. Module, die es also in der Version 16 nicht mehr gibt, die also nicht
upgradable sind und die müssen vorher natürlich entfernt werden. Und das muss man jetzt machen. Und da sind wir auch schon bei einem möglichen Stolperstein. Denn wenn Sie hier mal draufklicken, dann sehen Sie, hier wird der Dateiname, also der Name der Moduldatei, wird hier genannt, der natürlich nicht immer übereinstimmt mit der eigentlichen Bezeichnung des Moduls im Moduladmin. So, nun muss man eigentlich wissen, was ist eigentlich mit diesem Namen hier gemeint. Und bei den Modulen, wo das nicht eindeutig ist, die habe ich mal als kleine Liste ebenfalls in den Installationshinweisen zusammengefasst und die finden Sie da drin, damit es Ihnen einfacher oder leichter fällt, da eine entsprechende Zuordnung zu treffen. Endpoint Man ist auch so eine Sache. Denn wir haben ja zwei Endpoint Manager. Wir haben einmal hier den OSS Endpoint Manager, das ist der freie. Und dann haben wir die Endpunktverwaltung, das ist der kommerzielle Modul. Und mit Endpoint Man ist dieser freie Manager gemeint. Der kommerzielle Modul heißt nur Endpoint. Und wir müssen also jetzt hier den OSS Endpoint Manager deinstallieren, nicht diesen hier. Damit uns das hier ein bisschen einfacher fällt, diese Module zur Deinstallation zu markieren, öffne ich die FreeBBX-Verwaltungsoberfläche ein zweites Mal. Und gehe jetzt im zweiten Fenster hier in den Modul-Admin. So, und hier suchen wir uns den Endpoint Manager raus. Das ist der OSS. Ich behelfe mich da immer mit der Suchfunktion. Geben wir mal OSS ein, da haben wir den schon. Und den markieren wir hier einfach mit Remove. So, und jetzt machen wir weiter. Jetzt gucken wir uns das nächste Modul an, finden hier REST-API und dann geben wir hier mal REST ein und finden hier irgendwo da REST-API. Auch den markieren wir für Remove. Camp on. Da ist er. Ebenfalls Kontakt Image. Da haben wir den auch. Phonebook Directory. Ich glaube, der war hier weiter oben. Da schauen wir einfach mal. Da Phonebook Directory. Auch markiert. Kurzweil. Hier haben wir gleich wieder ein Problem. Sie sehen, mein Browser übersetzt das. Das macht es natürlich noch schwerer. Das heißt also, wenn wir das weiter auf Englisch stehen lassen, dann finden wir hier Speed Dial und das stimmt dann schon eher mit den Einträgen, mit den Bezeichnungen im Modul-Admin überein. Also gucken wir hier mal nach Speed. Speed Dial Functions, da ist es. Vega Gateway. Und Digium Installer und Digium Phone Modul. So, das sind einmal hier die Digium Erweiterungen. Und hier die Phone Module. So, das müsste es gewesen sein. Nun klicken wir im Modul-Admin auf Process und wir sehen hier, dass das Modul Speed-Dial-Functions noch nicht deinstalliert werden kann, weil es da noch Abhängigkeiten gibt. Deshalb müssen wir anschließend nochmal einen Deinstallationslauf nur für dieses Modul machen. Aber jetzt klicken wir hier erstmal auf Bestätigung und beenden diesen Lauf erstmal. Wir klicken noch einmal auf Konfiguration anwenden.
So, und jetzt noch einmal das Modul SpeedDial deinstallieren. Deshalb gehen wir hier nochmal rein und suchen nochmal. Da sind sie nochmal. Und dann nochmal Remove, nochmal Process und nochmal bestätigen. So, und da ist jetzt auch draußen. Nochmal Konfiguration anwenden. So, und jetzt machen wir den Check nochmal. So, und jetzt hat alles seine Ordnung. Jetzt können wir hier unten mit dem Upgrade-Vorgang fortfahren. So, hier bekommen Sie noch einige Hinweise. Wichtig ist eins, Sie werden hier lange Zeit unter Umständen keine Ausschrift sehen, dass das System irgendetwas tut. Deshalb wird hier oben darauf hingewiesen, dass es von zwischen 30 Minuten bis eine Stunde dauern kann. Das heißt, also hier ist ein bisschen Geduld gefragt und wir klicken einfach mal auf Nächstes. So, der Upgrade-Vorgang läuft jetzt. Und nun müssen wir einfach mal abwarten. Auf diese Meldungen, die hier erscheinen, da dürfen Sie weiter keinen Wert legen. Da kommen noch ein paar Fehlermeldungen. Aber das wird in der Regel trotzdem problemlos durchlaufen. Ganz wichtig ist, nicht weggehen, sondern immer mal einen Blick drauf haben. Denn wenn das Upgrade hier fertig ist, dann bekommen Sie hier eine Ausschrift angezeigt und auch wieder einen Button, auf den Sie draufklicken müssen, der aber, wenn Sie das zu lange stehen lassen, einfach ausgeblendet wird und dann können Sie das Upgrade nicht fortsetzen. Und deshalb davor sitzen bleiben und ab und zu mal einen Blick drauf werfen. Ich halte das Video jetzt so lange an, bis der Upgrade-Vorgang abgeschlossen ist. So, mein Upgrade-Prozess ist abgeschlossen. Sie sehen jetzt hier entsprechende Ausschriften. Wenn ich jetzt hier mal nach unten fahre, ja, dann sehen Sie auch, so Upgrade Process has finished. Und jetzt haben wir hier den Refresh-Button. Wenn Sie jetzt das Ganze hier zu lange stehen lassen, dann leert sich dieses Fenster wieder. Der Button ist weg und Sie müssen von vorne anfangen. Also immer davor sitzen bleiben, wie ich vorhin schon sagte. So, hier haben wir wieder Konfiguration anwenden. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Wir klicken einfach mal drauf. Die Konfiguration ist jetzt neu geladen. Wir schauen mal hier ganz nach unten. Wir haben hier auch die Version 16 drauf. Fehler sind ebenfalls nicht zu finden. Damit ist das Upgrade erfolgreich durchgelaufen. So, das war's wieder mal für heute. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, bitte ich wie immer um einen Daumen hoch und über ein Abo, welches Sie zurücklassen, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Wenn Sie Ihre FreePPX nicht selbst konfigurieren wollen, beziehungsweise Probleme haben bei der Konfiguration Ihrer FreePPX, dann können Sie sich gerne an mich wenden. Ich unterstütze Sie gern. Meine Kontaktdaten finden Sie auf meinen beiden Webseiten blog.griebsch.de und www.griebsch.de. Dort finden Sie auch Mailformulare, mit denen Sie Kontakt mit mir aufnehmen können, beziehungsweise auch meine Telefonnummern, um mich direkt anzurufen. Für heute verabschiede ich mich. Danke, tschüss und auf Wiedersehen.